Heute geht es um eine große Leidenschaft von uns Sauerland-Designern, nämlich, ihr seht es vor uns hier, der Fotografie. Fotografie und Design, das gehört für uns irgendwie zusammen. Das hat was mit Natur zu tun, das ist das Sauerland, das ist unheimlich viel, was wir in die Fotografie reinstecken. Und es war uns immer zu schade, Fotos zu knipsen, sie einmal vielleicht irgendwo bei Instagram hochzuposten und dann sind es nur noch Dateien auf deinem Rechner. Und genau. Man bringt die Motive einfach mit nach Hause und ihr habt wahrscheinlich auch schon mal Acrylbilder gesehen. Es ist unheimlich, wie die Farben da rauskommen. Das wird ganz brillant und als wir uns so ein Bild mal richtig angeguckt haben, ein bisschen gegen das Licht gehalten haben, haben wir gedacht, wieso sollen diese wunderschönen Bilder eigentlich nur an die Wand, wo dieses Transluzente, was ja da ist, überhaupt gar nicht zur Geltung kommt. Absolut. Und die Idee ist einfach entstanden, einen Standbildhalter zu entwickeln und Motive dann eben, wunderschöne Motive, wie hier solche Spätblüher auf den Sauerländer Wiesen oder vielleicht auch ganz stimmungsvoll hier so Holzscheite, die aufeinander gestapelt sind. Einfach tolle Motive hier aus dem Sauerland, hier ganz, ganz leicht, da kommt dann so ein kleiner Fallschirm geflogen. Sonnenuntergang. Also, es gibt wahnsinnig viele Motive, die wir auch in den Weihnachtsmarkt und in den Online-Shop gestellt haben. Und die könnt ihr euch nach Belieben zusammen mixen und je nach Jahreszeit euch euer Lieblingsmotiv bestellen und dann in den Standbildhalter Severin ein Kiefernholz-Ständer mit unserem DGD für Design im Sauerland kann im Online-Shop gekauft werden. Vielleicht zeigt Janine euch gerade noch mal, wie das aussieht, wenn eine Lampe dahinter steht, weil die genau. Gibt es auch noch. Also wir finden es ganz toll, wenn das Tageslicht in den Raum fällt, die Standbildhalter auch mal auf der Fensterbank zu dekorieren. Aber wir haben gedacht, schade, wenn es abends ist, das Licht fehlt. Und da haben wir eine batteriebetriebene LED-Leuchte, die man einfach hinter das Bild legen kann. Und dadurch, dass man die Lichtschiene hier neigen kann, kann man sich den Lichtschein dann so einstellen, wie man es denn gerne möchte. Also eine super stimmungsvolle Dekoration auch am Abend und einfach auf die beiden, was sind das eigentlich? Kontakte. Kontakte? drücken, das geht dann einfach per Berührung, gehen die Lampen dann schnell wieder aus. Ich bin so froh, aus. Dass ich dir mal bei einem Männerthema helfen darf. In einem der letzten Videos habe ich versehentlich ein Halstuch als Lätzchen bezeichnet. Ja. Also ich bin ganz froh, dass ich dir da auch jetzt mal weiterhelfen Ich muss konnte. Nur wissen, drücken an und aus. Das drücken ist an und aus, hält, schöne Motive gucken und so weiter. Ja genau, ihr Lieben, und weil ja jetzt Weihnachten ist und weil es alles auf die Adventstage zugeht und weil alles so stimmungsvoll ist und wir es uns zu Hause natürlich sehr gemütlich machen, haben wir noch eine Erweiterung uns überlegt. Und zwar ist das eine, ich muss das mal kurz hier überlegen, ja, man kann sagen, es ist ein moderner Adventskalender, oder nee, Adventskalender nicht, so ein Adventsgesteck, Adventsholzleiste mit Bild drin, wie auch immer. Ihr seht es, wir haben 4 Kerzen hier eingelassen und man kann sich dann eben entweder so ein neutrales Holzmotiv oder vielleicht auch, hier fährt gerade so ein Weihnachtsmotiv an mir vorbei, kann man sich dann eben auch da reinstellen und hat dann so ein ganz klein bisschen weihnachtliches Ambiente. Und wenn man mag, kann man an den 4 Adventssonntagen eben dann auch jeweils eine Kerze anzünden, die natürlich dann auswechseln, wenn sie leer gebrannt ist, sind halt Teelichter drin. Und ja, jetzt stelle ich die Holzscheite mal hier. Aber warte mal, apropos vorbeifahren, das fährt nämlich jetzt bei euch auch vorbei. Man kann seine Dekoration wunderbar den Jahreszeiten anpassen. Und hier kommt jetzt gerade euer Urlaub vorbei. Genau, das wäre dann so ein Sommermotiv, wo es dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder in den Sommer hingehen kann. Genau. Ja, das ist der Standbildhalter Severin. Den findet ihr auch bei uns im digitalen Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Ich denke auch, ja. Es werden immer wieder neue Motive ergänzt. Also wir sind ständig mit der Kamera unterwegs. Wenn ihr Lust habt, klickt mal rein bei Instagram, Sauerland macht glücklich.
Da findet ihr so unsere schönsten Bilder eigentlich und die schönsten von den schönsten findet ihr bei uns in Acryl. Hatten wir gesagt, dass wir die sogar im Badezimmer dekorieren? Nein, die Verwendungszwecke, ja, genau. Ja, richtig. Also, ganz spannend auch, wenn ihr eine unschöne Toilettenrolle ist in der Corona-Zeit ja immer so ein Thema gewesen. Ne? Genau, es ist aber was Wertvolles. Ne? Ist sehr wertvoll. Das heißt, es gibt Zeiten, da muss man sie verstecken, Zeiten, da lässt man sie offen liegen als Statussymbol. Wir für uns haben gesagt, wir verstecken sie immer hinter unserem Bild. Wir haben, glaube ich, irgendein ganz frisches Bild mit Welle oder so oder mit was ganz Schönes, was Leichtes. Und da packen wir dann zum Beispiel unsere Toilettenrolle hinter, damit man sie im Badezimmer nicht sieht. Man stellt sie ans Fenster, wenn das Licht reinfällt, hast du eben, glaube ich, genau, schon gesagt, dann leuchtet schön. Also man kann sie in die Küche stellen, man kann es auch hinter sich hertragen. Also wenn man im Homeoffice ist und möchte neben dem Rechner und neben den Utensilien des Arbeitstages eben auch ein bisschen was Schönes haben, stellt man sich ein schönes Motiv auf den Rechner bzw. auf den Schreibtisch. Und wenn man dann sagt, wenn die Frau dann ruft und sagt, hey, es gibt Kaffee, nimmt man sein Bild einfach mit an den Kaffeetisch und dann hat man haben beide was davon, oder? Genau, ein Wanderbild. Ein Wanderbild. Wanderdünen, Wanderbild, Standbild gehört nicht an die Wand, an den Tisch. Es soll vor allen Dingen Stimmung bringen und es soll Spaß machen, Freude machen und es ist ein Stück originales Sauerland. Ja, so viel zum Standbildhalter und zu den Acrylmotiven.